Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, World of Warcraft, Shadowlands, Dragonflight. Wir haben neben Sira, Komori und Dragomir. Hallo. Hi. Jetzt geht's weiter. Ich will immer noch Shadowlands sagen, es ist fürchterlich Shadowlands. Genau, und wir haben gestern übrigens noch, nachdem die Folge beendet war, sind wir noch mal so ein bisschen rumgelaufen, haben noch ein bisschen geguckt, aber jetzt nichts Weltbewegendes, aber da haben wir noch eine weitere, und noch eine weitere Glyphe gefunden. Das heißt, wir haben jetzt quasi... Ich will es gerade zeigen, aber bei mir guckt ja keiner, weil ich nicht aufnehme. Ja, wir haben insgesamt jetzt 4 Glyphen gefunden und haben die zweite Reihe schon aufgewertet. Genau. Und haben da so ein paar Drachenpacks gefunden, wo wir gelootet haben. Ich habe dann nebenbei noch ein paar Haustiere gefangen. Aber wir haben jetzt großartig nichts von den Quests oder von irgendwas Relevantem gemacht, sag ich mal. Oh, das ist ja auch übergreifend. Mit den Haustieren. Cool. Die ja, natürlich. Man dann ja gar nicht noch mal. Das ist alles. Ach, ja. Reittiere, Haustiere, ist alles übergreifend. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss, dass die Haustiere, wenn man die ein bisschen levelt, dass man das halt pro Charakter immer selber machen muss. Nee, das bleibt. Also, da würde ich mir aber nicht so einen Arsch aufreißen mit diesen ganzen Haustier-Dungeons und so. Ja, gut. Und gerade haben wir gerätselt gehabt, wie wir eventuell die Aussehen unserer Drachen ändern können. Aber ich hoffe, wir kommen da automatisch innerhalb das der Story doch hin. Kommen. Das ja, wird noch kommen. Denke ich auch mal. Oh, das, jetzt geht's dann auf. Rüber. Auf zum nächsten. Ui. Das letzte Mal habe ich ja auch gelernt, wie man endlich richtig fliegt. Ja, ja, das braucht halt immer ein bisschen Übung so für den Anfang, ne? Ist klar. Achso, und ich habe meinen Beruf ein bisschen weitergemacht. Das habe ich jetzt noch gemacht nebenbei. So außerhalb ich der Folge. Nicht. So. Weil ich das passende Leder dafür habe. Ich würde gerne die Strecke zum Himmelshochobservatorium ausprobieren. Kommt ja, ins aber gerne doch. Observatorium. Tschüss. Dort werde ich euch den anderen vorstellen, die euch darüber berichten können, was ihr noch für wundersame Dinge mit eurem Flugdrachen machen könnt. Eins. Tschüss. Ich habe so einen anderen dicken Drachen hinter mir. Oh, oha. Cool ist das denn? Was nutzt Aufstieg in den Himmel, um nach oben zu fliegen? Hui! Ah, jetzt habe ich einen Ring. Ich ja! Ich bin da! Ich auch! Ich auch! Cool! Und darf ich wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, weil jetzt irgendwie ein Ladebildschirm bei mir ist. Hä? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Wo ist das denn? Ja, ich darf noch ja, dann warte bitte. Hallo! Ja, ich weiß! Ich hab keine Ahnung warum, aber ich habe einen Ladebildschirm gebogen. Ich glaube, ich hab's gefunden, Sira. Geh mal da hinten hin und lies mal, wie das heißt. Podium der Transformation. Oh ja, das kann sein. Geil. Und wir warten. Ich wollte nur wissen, was da glitzert. Deswegen bin ich gelaufen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mensch. Oh. Euer Drache spürt eine Glyphe in der Nähe. Wo genau jetzt auf diesem Weg hierher? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich. Aber danach erst, weil ich hab... Die Meldung gekriegt, Nutzer Aufstieg in Himmel. Ja. Und das kam erst danach. Deswegen, es muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, da oben, guck mal, da oben auf dem Turm, ganz da oben. Ah! Jetzt sind sie schon ohne mich unterwegs. Ja, wenn du so lange brauchst. Ja, naja, wir warten da oben auf dich. Wo da oben? Hä? Ja, da oben. Hallo, Glyphe. Wenn ich denn ankomme. Glyphe? Jetzt. Ja, dann muss ich warten. Ich komme nicht an. Was? Halt noch nicht hoch. Ich warte. Hä? Ich hab doch schon gelernt. Oh. Naja. Ich warte hier oben. Hi Chrissy. Komm mal mit. Bist du da? Oh, ist das da unten nicht auch noch einer? Links neben euch? Nein. Hier? Diesmal. Ja, nicht darauf gehen! Bin ich drauf gegangen. Gott. Hast du gelesen, was da steht? Nö. Boah, sag mal, geh da hin und liest, was da steht, du Dödel! Da stand bei mir nix. Geh da hin! Lies mal, was die Frau. Und doch, das war noch einer. Hier sind zwei. Und dann halt mal. So. Wo denn? Ja, direkt hier, guck mal! Direkt hier oben! Ach, da! Und oben auf dem Turm nochmal eine. Jetzt ist er da. Ja, cool! Jetzt darf ich aber wieder warten, weil ich komme da nicht hoch. Ja, du kannst das unter Umständen ja auch noch später machen, wenn du wieder aufgeladen bist.
Ja, wir können ja sonst erstmal lesen hier. Ja. Da geht's ja schneller. Das ist da drüben. Oder wollen wir erstmal da hinten gucken, was man da so machen erst kann? Erst gehen wir die Quest ab, da kriegen wir bestimmt eine Erklärung dazu. Okay. Da kommt bestimmt eine Erklärung. Doch nicht. Ja, das werden wir sehen. Wenn nicht, können wir es ja einfach so machen. Ich war so erpicht darauf, euch unser Fundament hier zu zeigen, dass ich wohl etwas schnell geflogen bin. Tut mir leid. Es gibt momentan noch nicht viel zu sehen, weil es so lang her ist, dass jemand auf diesen Terrassen gewohnt hat. Nichtsdestotrotz werden wir sie wieder zu unserem Zuhause machen. Nun stellen wir euch den anderen vor. Kann ich was nicht beenden jetzt. Lasst die Füße in der Luft. Podiumschiffre. Okay. Egal. Wie auch den Sterblichen ist den Drachen ihr... Okay. Ja. Die Äußere ist sehr wichtig. Euer Drache kann sein Aussehen ebenfalls verändern, je nachdem, was ihr findet und erlebt. Sprecht mit Glenn Sera am Podium der Transformation und seht selbst. Sera, ich hab's dir doch gesagt. Glenn Sera macht über das Podium es tut der mir leid. Fragt ja, sieh deine Drache Fehler ein, ja? Sieh sie ein. Geht ja mal gar nicht, was du hier bringst, ey. ich habe noch fette Flügel im Bild. Ich sehe die Frau nicht. Pech. Guten Tag, Drachenreiter. Bereit, mehr darüber zu lernen, wie ihr euer Drachen wirklich einzigartig macht? Wie passe ich meinen Drachen an? Erzählt mir etwas über das Podium der Transformation. Willst du das hören? Wie passe ich meinen Drachen an? Wenn ihr die Dracheninseln und deren Umgebung erkundet, werdet ihr verschiedene Gegenstände finden, die das Aussehen eures Drachen beeinflussen. Habt ihr diese Gegenstände benutzt, werden die Optionen auf dem Podium der Transformation verfügbar. Erzählt mir was über das Podium. Auf dem Podium der Transformation könnt ihr über das Aussehen eures Drachen entscheiden, je nachdem, was ihr auf den Dracheninseln gesehen und entdeckt habt. Es gibt in jedem eurer Außenposten ein Podium, solltet ihr ein neues Aussehen auswählen wollen. Okay, benutzt das Podium. Auf geht's. Alter, das ist ja wie die Charakteranpassung. Oh, die Sturmfresserin. Ja, da musst du die Raid dazu machen. Kann man auswählen. Ja, aber wie cool. Alter, geil. Hautfarbe, grün. Ach, blau. Kann man aber nicht. Bei mir ist aber nur rot freigeschaltet. Ja, man muss das erstmal freischalten. Ruhmstufe der Zentauren. Ruhmstufe bei den Tuska. Oh, liebe Zeit, da haben wir noch viel zu tun. Schuppenart. Musterung. Ich kann noch nichts machen, weil ich noch nichts gefunden habe. Hörner. Oh, ein paar Hörner habe ich gefunden. Pfähle, Stürmer, gerollt, gewunden. Hornart. Ach, der Schwanz. Stacheln, Keule, noch mehr Stacheln. Gut, dass es mit der Rüstung aussieht. Kehle habe ich noch nix. Sattel habe ich noch nichts. Rüstungsfarbe habe ich auch noch nichts. Zahnig Klinge I. Kamm Stacheln. Beschlagen. Ein Einhorn. Chrissy, das musst du machen. Gehörnt, ja. Beschlagen macht nichts, oder? Du hast da zusätzliche Platten oben drauf, ne? Wenn du dir so das ohne alles nimmst und dann das beschlagen, hast du so zusätzliche Platten oben drauf. Ja. Stirn. Dicke Stirn. Schick. Haarfarbe. Der hat aber keine Haare. Augentrübung. Was siehst du? Einhorn, bitte. Ja, gehört. Na, Stirn. Bei Stirn gehörend. Oh, Augenfarbe. Oh, warte. Da habe ich aber was Falsches. Geil, pinke Augen. Cool. Ja, mehr kann ich gerade eh nicht. Wir kriegen aber gleich noch zwei neue Sachen, habe ich gesehen. Als Belohnung. Leuchten. Gekreuzt. Geh mir einmal fix die Glyphe da oben holen. Ach, ich auch eben. Ich habe meine jetzt schon angepasst, fertig. Ja, ich auch.
Was mache ich denn hier eigentlich? Oh, ich hab's verkackt. Schon wieder? Ah, ich hab's so. Uff. Hui. Bats. Na, wie sieht dein Drache aus? Kommt er nicht hoch? Ich krieg's nicht geschissen. Kennst du meinen? Was mache ich denn da am besten? Wie hast du das denn gemacht? Ich hab auf die 2 gedrückt und dann zweimal auf die Leertaste. Also ja, erst auf die 2, ja? Ja. Ah, ja, die 2 ist dasselbe wie die Leertaste. Oh. Die Leertaste ist im Grunde die 2, das ist das Gleiche. Was mache ich denn falsch? Ja, du musst hochfliegen und dann immer, wenn du merkst, du bist langsamer, dann die, aber das hab die Leertaste ich doch und dann halt zielen. Aber das habe ich doch gemacht. Na, dann verstehe ich auch nicht, warum das bei dir nicht richtig funktioniert. Vom Maul her ist das Gleiche, ne? Vom Maul her ist es das Gleiche. Ja. Jetzt bin ich in die Wand gebackt, sehr toll. Ich habe jetzt nur die Hornfarbe, habe ich anders da gemacht. Komm hier nicht mehr weg. Ja, ich habe das Horn und den Schwanz verändert. Und er hat ein paar... Und er hat auf dem Kopf. Ja, hier habe ich auch, guck. Ja, guck. Ja, das habe ich schon gesehen. Du hast den Stacheligeren genommen. Jupp. Auch. Ich hätte gerne andere Farbe, ey. Aber das wird noch dauern. Auch. Können wir erstmal wieder die Quest abgeben. Ehrlich, ich hasse das. Ja, das sind Drachenglüfe in der Nähe. Ich weiß, ich komme da ja nicht hoch, du Arsch. Der Himmel ruft. Lass die Füße in der Luft. Oh, sammelt die Drachenglüfe am Himmelshoch ein. Ich hoffe, das wird direkt. Drachenglüfe für Anfänger. Natürlich sind nicht nur Glansera und ich an diesen Abenteuern interessiert. Litragosa freut sich auch drauf, euer Geschick im Drachenreiten zu verbessern. Und ihr habt glücklicherweise Zelormu bereits getroffen. Auf den Dracheninseln befinden sich außerdem Glyphen, die euch helfen, mehr Tricks und Fähigkeiten fürs Drachenreiten zu erlernen. Eine befindet sich sogar gleich hier im Himmelhoch-Observatorium. Sobald ihr sie gefunden habt, kann Litragosa euch zeigen, wie ihr sie einsetzt. Ich sehe, ihr habt Zelormu bereits getroffen, unseren Gleitflugexperten. Aber es gibt noch jemanden, der euch etwas über euren Drachen beibringen kann. Muss ich da oben dran kommen irgendwie? Schaut bei Litragosa vorbei. Nee, ich glaube eher mit dieser Glyphe ist sie hier unten gemeint gewesen. Ich muss hier zwischenlanden. Ich komme da sonst nicht hoch. Ja, ich wollte gerade sagen, landet doch einfach mal dazwischen vielleicht. Es geht nicht. Doof. Ich drücke die Leertaste und fliege in den Himmel und was macht er? Kriegt kurz Schwung und sinkt wieder runter. Ich meine, was soll ich noch machen? Das verstehe ich halt leider auch nicht. Ich auch nicht. Wenn du jetzt meine Schwester wärst, die wo hier um die Ecke wohnt, hätte ich gesagt, komm, wir machen Pause, ich komme mal eben rüber und guck mal, was du da falsch machst. Aber leider funktioniert das nicht. Ich würde dir so gerne helfen. Ich habe keine Ahnung. Hast du jetzt? Ja. Aber auch nur, weil ich einmal zwischengelandet bin. Wir werden unsere Geschichte nicht wiederholen. Also willkommen auf den Inseln. Seid ihr bereit, mehr über die schöne Kunst des Drachenreitens zu lernen? Sagt mir, wie ich mich im Drachenreiten verbessern kann. Sucht nach Drachenglyphen am Himmel, um besser im Drachenreiten zu werden. Wenn ihr sie einsammelt, kann ich euch mehr Fertigkeiten und Fähigkeiten beibringen. Keine Bange, manche sind anfangs schwer zu erreichen. Erkundet möglichst viel der Dracheninseln, um besser zu werden, wenn ihr Probleme haben solltet, einzelne Glyphen zu erreichen. Um zu sehen, was ihr erlernen könnt, sprecht mich in irgendeinem eurer Außenposten an. Ich bin bereit, öffnet den Fertigkeitenweg zum Drachenreiten. Ja, das kennen wir ja alles schon. Und was hat die sonst noch zu melden? Ich habe gehört, ich soll meinen Mitabenteurern helfen. Ich kann euch einen Segen geben, damit euch jemand aus eurer Gruppe auf eurem Drachen begleiten kann. Eine kleine Verzauberung, um Hilfebedürftigen oder jenen, die einfach gern eine andere Perspektive hätten, zu helfen. Bitte aktiviert Passagerie für mich. Vielen Dank für alles. Und jetzt kann jemand... Warte. Kann jetzt jemand da auf meinen Drachenruf? Nee.
Ja! Wie süß! Du bist jetzt ein kleiner Drache dann da. Oh, wie cool. Was hast du da jetzt aktiviert? Die Passagerie. Ich habe das ganz unten angeklickt. Und dann das heißt es, unten. Ja, die Möglichkeiten, mit der zu sprechen, unten die Sprechblasen, das ganz unten. Und dann hat die da erzählt, ja, du kannst einen mitnehmen und dann Passagerie aktivieren. Und jetzt müsstest du auch mit hochfliegen können, ne? Oder? Chrissy, kannst du jetzt bei mir draufkommen? Ja, ich komme kurz bei dir jetzt drauf, weil ich bin gerade rausgegangen. Ja, es geht! Cool! Flieg mal kurz hoch. Ja, du fliegst mit. Als kleines Da müssen wir dann ausprobieren, ob du in der Möglichkeit auch die Glyphe einsammeln kannst. Ja. Ja, wie geil. Und ich kann, warte mal, bleib mal drauf. Moment, wo bist du jetzt? Kann ich auch bei dir? Na, ich wollte gucken, ob man zwei mitnehmen kann. Ach so. Kannst du noch drauf? Ich kann bei dir jetzt tatsächlich... Alter. Chrissy, warum bleibst du denn nicht drauf, du Doofnuss? Ja. Nee, geht nicht. Ah, schade. Aber Chrissy, aktivier das auch noch. Hab ich schon. Hast du schon, okay. Geil. Ja. Ich finde das cool. Also, wenn das auch funktioniert, dass du dann die Glyphe einsammeln kannst, dann sind wir auf jeden Fall gesaved. Jo. Sprecht mit Telormu. Guten Tag, Drachenreiter. Bereit, mehr darüber zu lernen, wie ihr in Harmonie mit einem Drachen fliegt? Moment, ihr wart gerade dort drüben. Erzählt mir was über die Drachen für brauchen wir nicht. Tour an der Küste des Erwartens. Und was macht am meisten Spaß, wenn es ums Drachenreiten geht? Rennen! Meine bronzenen Kollegen haben überall auf den Dracheninseln Rennstrecken entworfen. Die Landschaften sind einfach so vielseitig und dynamisch, dass sie fast schon darum betteln, bei Höchstgeschwindigkeiten erkundet zu werden. Warum probiert ihr es nicht aus, wenn ihr mal in der Nähe einer unserer Rennstrecken an der Küste des Erwachens seid? Fliegt einmal auf jeder Rennstrecke der Küste. Oh, da gibt es aber 11.000 Punkte für. Ja, cool. Also ist das mehr so eine Nebenbei-Quest? Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es da auch Weltquests und Erfolge und sowas gibt. Ja, natürlich. Oh, das erinnert mich an Pandaria. Ja, an dieses Himmelswolkenschlangenrennen. Ich hab's gehasst. Oh, ich hab das geliebt. So sehr gehasst. Ich hab das geliebt. Ich war so scheiße darin. Oh, was ist hier? Eine Ratte und noch eine Ratte. Boah, wie spannend. Wie ihr sehen könnt, sind wir alle aus den verschiedenen Drachenschwärmen zusammengekommen, um unseren Drachen und euch zu helfen. Wir alle wollen Abenteuer erleben. Natürlich konnten wir bisher noch kein Mitglied des schwarzen Drachenschwarms überzeugen, sich uns anzuschließen. Die Brüder und Schwestern sind schwer aufzutreiben, aber das könnte sich eines Tages ändern. Lass die Füße in der Luft. Und dies ist nur der Anfang eurer Reise auf dem Rücken eines Drachen. Haltet die Augen stets nach euren Abenteuern, nach neuen Abenteuern und Erfahrungen offen und besucht uns in unseren Außenposten, die überall auf den Dracheninseln verteilt sind. Doch kehrt nun fürs Erste zu Alexstrasza zurück und setzt eure Erkundung dieser Lande fort. Ich sehe euch, sucht nach unseren Außenposten. Ist mir gerade eingefallen, ich habe die Glyphen gar nicht aktiviert. Ich schon. Können wir euch bei dann wird's Zeit, ne? Und dem Drachenreiten helfen. Na gut, ich habe nur zwei. Ich brauche mindestens noch eine. Was war das jetzt gewesen in den Zweien? Oh. Was waren die zwei jetzt gewesen? Ja, die zwei, wo wir jetzt gerade unten gesammelt haben. Na, sie meint das falsch. Sie meint nicht die Glyphen. Sie meint das, was du als Belohnung gekriegt hast. Du hast auch Belohnung gekriegt zum Aussehensverändern. Ach so, ja, die kannst du ja beide. Guck mal, meine Hörner zum Beispiel. Gekrümmte Hörner und gerippter Kamm. Ja, guck, meine Hörner sind zum Beispiel die gekrümmten. Das sieht sehr cool aus. Ja. Chrissy, woher weißt du das? Du bist doch gar nicht hier bei mir. Ich bin gerade im Links-Anpassungsding. Ich bin ein... Wasserbüffel? Sind das Wasserbüffelhörner? Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Das sind meine Regale. Da hänge ich immer mein Futter dran. Das sind Regale? Keine Regale. Trocken. Wie heißen die? Zum Trocknen. Trockenregale. Wie hießen diese Dinger? Wo man das Fleisch zum Trocknen raufhängt. Wie hieß denn das? Keine Ahnung.
Trockengestell oder irgendwie sowas in der Richtung. Bisschen einfach Haken. Ich hab's jetzt auch. Hab's. Ich bleib bei meinen. Tschüss, wir sehen uns gleich wieder. Ob diese Glyphen, ob diese Veränderungsdinge auch Account gebunden sind? Keine Ahnung. Ja, also. Hä? Keine Ahnung. Ja, was soll ich? Warum bin ich? Ach, von hier aus selber fliegen. Ach so. Ja. Deswegen bin ich auch direkt auf meinem Vieh. Ich hab übrigens auch so ein. Na, wie heißt's? Diese Veränderungsdinger hatte ich auch mal in so einer Tasche drin. Diese Rucksäcke, die hier überall rumfliegen. Oh, okay. Einmal synchron so einen Vorwärtsschub gemacht hier. Huch! Was ist euer Begehr? Willkommen zurück! Ja! Es gibt noch viel zu tun, doch ihr solltet wissen, dass ihr euch nicht allein in die Lüfte schwingt. Klare Hin. Okay. Das war kein gewöhnliches Erdbeben. Bewegt sich der Boden? Gott, hast du mich erschreckt, Mädel. Es könnte noch viel schlimmer sein. In der Höhe! Nicht so schnell! Ein Sturm. Seid ihr auf ihr geritten oder was? Nö. Sequenz. Das ist nicht gut. Schützt die Eier, während ich Rassagev ablenke. Sie wird unseren Jungen nichts antun. Seid ihr da? Ja. Ich, so sehr ich wünschte, meiner Königin in die Schlacht zu folgen, muss ich mich ihres Vertrauens würdig erweisen und den Lebensschrein beschützen. Die Königin segne euch. Wir haben einfach zu viele verwundbare Eier, die wir schützen müssen. Wenn der Feind durchbricht, ist alles verloren. Ich bin sicher, unsere Wachen marschieren auf dem Feld ein, um den Gegner zurückzudrängen. Sprecht mit Kommandant Lethanak. Er wird eure Stärke dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Wow, lesen gleich geil. Nicht. Und wir sollten vielleicht mal uns eine Strategie fürs Lesen überlegen. Nein. Oh, 65 Elite, die Frau. Was, wer? Ach so. Die Drachen. Blöde Kuh da hinten. Hä? Die zwei da, die Sturmfresserin da. Ach so. Oh, ich bin falsch. Müssen wir da runter? Wir müssen immer dahinter. Ach komm. Ach da. Ganz runter. Da runter, ja. Oh, müssen wir jetzt einen Dungeon machen? Unsere Königin. Nee, ich denk mal nicht. Wie ist die Lage? Und wenn, dann ist das wahrscheinlich nur so als Szenario, wo nicht richtig zum Dungeon gehört. Mhm. Ich werde sämtliche Waffen aus meiner Waffenkammer einsetzen, um diese Feinde aufzuhalten. Beschützt eure Verbündeten. Gilgamesh, bist du's? Rasageld und ihre Primalisten haben gigantische Erdelementare herbeigerufen, um unsere Mauern zu durchbrechen. Sie müssen aufgehalten werden. Meldet doch. Kommandant, habt ihr noch Alter, was knurrt die mir so ins Ohr hier? Wir haben Fortschritte gemacht, Majordomus. Aber es sind noch viele zu töten. Ja.
Ich glaube, man hat keine gehört. Uff. Hm, uff? Mhm. Was uff? Wir kamen gerade auf einmal hier angeschossen aus der Höhle da. Ja. Ach so. Die kamen hier rausgeschossen, wie so Idioten, ey. Da kommt der nächste. Vorsicht. So wie die hier gerade. Ja. Ich bin so dezent am Sterben. Ah, Quatsch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Alle tot. Da oben ist Erz. Mein Herz. Oh, die zornigen Klippen hier oben müssen wir auch killen. Okay. Ah! Hi. Nein! Dragomir? Ja, Heiler? Alles gut? Ja, ich bin nicht in deiner Nähe. Wo bist du denn? Tempel? Ja, weit weg einmal von uns. Ach, da. Bin ich gar nicht. Jetzt nicht mehr. Ist halt doof, ne? Wenn alle drei in verschiedenen Richtungen unterwegs sind, sollte man vielleicht nicht machen. Ja doch, das ist ja okay. Es sei denn, man hat auf einmal 5 Gegner auf einmal vor sich, weil man sie aus Versehen anlockt. Das war nicht mehr so gut. Was hier in WoW übrigens nichts Ungewöhnliches ist. Sehr schnell gehen kann. Ja. Wo ist die jetzt wieder? Da hinten? Mir geht's gut. Alles super. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich für 50 Millionen an der Backe. Ich dachte, da, wo ihr gar nicht hingehört. Ihr seid schon außerhalb des Gebiets. Gar nicht wahr. Stimmt nicht. Wir sind innerhalb von diesem Bonusziel abgeschlossen. Auch. Das Bonusgebiet wird mir gar nicht angezeigt. Ja, weil du nicht drin Vornige bist. Klippe getötet. Okay. Ja, die Klippen, die sind da oben. Moment, warte doch auf mich. Da, ich bin doch noch gar nicht oben, Herrgott. Dann komm mal zurück. Ich stand da oben nur, ich habe noch nicht mal was angegriffen. Ja, dann komm halt her. Ah! Huch! Also, ich presch mal durch. Wie wird das nicht angezeigt, das andere? Hui! Dazu Kampagne, natürlich wird das angezeigt. Ja, das habe ich schon fertig, das ist schon längst fertig, das Zorn. Ja, toll, Kippen, aber wir sollen oben auf dich warten, ach, oder die? Was? Achso, nee, die habe ich nicht Entschuldigung. Aber wir sollen ja auf dich warten. Yeah. Ja, nee, die habe ich noch nicht, die hier. Hä? Die fetten. Ich dachte kannst du dich jetzt mal entscheiden? Nein, es ging nur um die Prozentzahl von den anderen. Ja, die haben wir logischerweise gemeinsam abgeschlossen. Hilfe! Ja, Chris ist wieder irgendwo weit weg. Ich bin nicht weit weg, ich bin hier oben. Ja, trotzdem bist du außerhalb meiner Reichweite. Aber ich bin nicht weit weg. Aber trotzdem außerhalb meiner Heilreichweite. Bin ich auch gerne. Die Schreinwache schützt. Der Lebensschrein ist unerschütterlich. Wegtreten. Diese Protodrachen verabscheuen uns. Sie glauben, wir sind eine verdorbene Drachenart, die von den Titanen manipuliert und geknechtet wird. Sie verstehen es nicht. Darum fühlen sie sich sogar noch sicher, während sie ihre Streitkräfte an unsere Mauern branden lassen.
Doch sie irren sich. Nehmt diesen Speer, tötet unsere Feinde. Für die Lebensbinderin. Evakuierung. Die Primalisten haben unsere Eier für deren verdorbene Rituale gestohlen. Sie müssen aufgehalten werden. Helft uns, die Eier zu retten, bevor es zu spät ist. Markiert jedes Ei, das ihr findet. Ich werde dafür sorgen, dass die sicher aus dem Gebiet geborgen werden. Ein Rivale ist nicht immer ein Gegner. Oh, da hinten ist noch eine Quest. Ich glaube, das ist aber eine Dungeon-Quest. Ich gehe da zumindest davon aus. Ja, ich denke mal auch. Mal gucken. Wonach sucht ihr? Yep, ist eine Dungeon-Quest, ja. Dient weiter. Wo sind denn hier die Protodrachen? Weiter oben. Ist jetzt in die Luft geflogen? Ja, ich guck gerade mal, ob ich das finde. Ja, da hinten, weiter hinten. Da hinten in die Richtung da. Dahinter. Okay. Ach, hier hätten wir dann eh diese Glyphe bekommen. Ach, guck, da sind die Protodrachen. Ah, Sturzflug! In die Gebänge rein! Flup! Ich hasse das. Den sollten wir aber nicht angreifen, weil das ist. Doch, er hält Schaden von 300%. Doch, den müssen wir jetzt töten. Ah! Au! Ja, was machst du denn jetzt schon wieder? Bin in die Menge gestürzt. Ja, toll. Überlebe! Ich nicht. Au. Oh, doch, grad so. Ja, dann seh zu, dass du da wegkommst. Wo auch immer du bist. Ich sehe dich auch gerade nicht. Und ach, da vorne. Und ein Drache. Und tot. Noch weiter weg in der Friedhof nicht sein können, ne? Ja, du kannst immerhin fliegen. Na, zum Glück. Hallo, jetzt heil doch endlich mal, Junge. Hat das Bronze-Ei für euch auch gezählt? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre mir auch gefallen. Wahrscheinlich für sie auch die Drachen nicht. Doch, die wir hier doch, weil wir, weil wir die töten. Die Eier müssen wir wahrscheinlich alle selber wegtragen. Also nicht wegtragen, aber... markieren. So, ein Drache fehlt noch. Hab ich hier unten bei mir. Ja, zu spät. Ich habe schon einen angeditscht. Juckt ihn scheinbar oder auch nicht. Nee, ja, offensichtlich. Offensichtlich, aber ich bin irgendwo im Kampf. Ah doch, jetzt kommt er. Toll. Nein. Alter, aua. Bist du runtergesprungen? Nee, aber der hat mich fast runtergekickt. Jetzt komm doch mal hoch, du Kackbratze. Was ist kaputt mit dir? Aue! Boah, ich hasse das, wenn die so festklemmen. Hier oben ist bei euch endlich. Ah, na endlich. Wurde auch Zeit. Entschuldigung. Müssen wir eh gleich runter. Hui, tschüss, hey, Drachi. Ich muss hinterher. Looten. Ja, und Kühe schnähen. Puffi. Hier müsste für dich das Ei sein. Ja. So, Ei Nummer 1. Bist du denn jetzt schon wieder? Hinter euch. Ich muss wieder woanders hin. Nein, ich war hinter euch. Ich sehe dich nicht. Da, jetzt. Oh, Bonusziel. Ja, unten Rare, da unten. Der wird gerade angegriffen, kommt. Ja, dann schnell. Kennen Sie die Wahrheit, nochmal draufschießen. Oh, draufgeschossen. Ich auch, Gott sei Dank. Boah, das war aber... Das war aber haarscharf, du. Ja. Ich hab die Knappwurst. Oh, schwere Hörner, Protodrache, Gold. Musste enden. Was ist das?
studieren, um euer Bergbauwissen der Dracheninseln zu erhöhen. Aber erst mit 25. Kugel da oben hat mich getötet. Übrigens. Hallöchen, Freunde. Aha, Hilfe. Oh, da ist Erz. Erzilein. Lass mich abbauen. Und irgendwas im Anklicken, guck mal. Erwachende Erde. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so ein Buff-Ding. Wir hätten Wächter Azeroth sein ja. sollen. Bin ich aber langsam. Die Kräfte, die ihr entfesseln wollt, gefährden uns alle. Falsche Königin. Wir oh Gott, jetzt hätte ich das mal nicht angedrückt. Und das ist eine Bedrohung für diese Welt. Patch. Jo, und nochmal Erz. Yep. Patch. Patch. Fertsch. Wo fliegt ihr jetzt lang? Na, well. Zum Fragezeichen. Dass ich erstmal suchen muss. Ach, da. Sagte sie und war fast direkt davor. Wir töten die Starken zum Schutz der Schwachen. Sie mögen zwar unsere Art an, angehört haben und hätten vielleicht als Geschwister an uns herantreten können, aber ihre Grausamkeit beraubt mich jeder Gnade. Und fast ich fertig. Werde warten. Ja, ein Rival sie ist nicht immer ein Gegner. Wer ist da gerade aufgestiegen, einer von euch? Ich. Nein. Sag mal, Sira, willst du mich verarschen? Ich hab gerade mal... Hallo, hör auf, Haustierkämpfe zu machen. Ich hab die ganze Zeit jetzt mit dem keine Haustierkämpfe und nichts gemacht. Darfst du jetzt auch nicht mehr machen. Mensch. Doch. Ja, Zigeth, einer von Razageths niederträchtigen Leutnants, führt die Primalisten hier an. Zeigen wir ihnen, was passiert, wenn sie sich gegen uns stellen. Weil ich bin gerade einen Balken über der Hälfte hinaus. Die Oha. Ja. Ich hab nichts oh. getan! Ich bin unschuldig! Ich bin auch weiter. Im Übrigen sind wir bei 38 Minuten. Jo, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss! Ciao.